Ich bin Henke 12 und in Egon Kowalski verliebt. Boah, jetzt erkennst du den Song gewinnen. Gar kein Bock. Ich bin Let's Get so alt, wie ich mich fühle. Und dann köpft der Spieß. Schreib mir endlich vorne auf Instagram zurück. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Eurem Lieblingsmusikformat auf der ganzen Welt. Wir haben drei Kultnasen dabei. Henke. Star-Streamer. Aktmodel. Und halt Bruder von Egon Kowalski. Was will man mehr? Jetzt, weiß ich nicht. Zu meiner Linken, Lil Lightskin. Köftespieß, Köfte, gib mir Köftespieß. Yeah. Du bist absoluter Kult, du gehst viral, das ist dein Hauptberuf, viral gehen. Du bist Musiker, du hast eine ganz ausgefallene Stimme und ein außergewöhnliches Talent. Was sagt ihr von mir? Was haltet ihr von mir? Ja, nix. Bin ich die Kultnase? Bin ich cool? Ich hätte nicht Bock, ich sag einfach ja. Wie ich bin heute, erkennst du den Song, liebe Freunde. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auch mal hier stehen, dann schreibt euren Lieblingssong in die Kommentare. Eine tolle Begründung und euer Alter und wie lang euer linker Zehennagel ist. Das fließt alles mit rein, wenn wir hier mit auf die Bühne zerren. Habt ihr Bock? Ja, Laola, komm. Laola, wir fangen bei dir an, Henke. Komm wieder zurück. Okay. Ich würde sagen, Migi, auf den Sound. Black Eyed Peas, Don't Lie. Benni, was ist los? Eine Strophe mehr, ich hätte es gewusst. Ihr habt beide ein riesen Fauxpas begangen. Ihr habt beide kein. Ihr seid ja Wildcarder und Stars zugleich. Ihr habt kein Geschenk dabei. Boom! Ja, und ihr habt immer noch das neue Intro. Ich verstehe die Ansage jetzt hier nicht. Aber gut, was ist daran nervig? Das ist ja okay. Das ist natürlich so, gleicht sich das aus. Nein. Old City, Fireflies. Du wusstest sogar. Das ist ein geiler Hit, ey, oder? Das ist geil. Digga, zu der Zeit, wann war das? 2012, 11? War krass. Da war die Welt doch in Ordnung, ne? Da gab's noch kein Corona. Da war noch der alte Eminem auf der Bühne, da gab's noch kein AIDS. Da war noch alles, da war noch hier Gerhard Schröder, war noch an der Macht. Lil Lightskin, du bist Kult. Ich brauch dich ja gar nicht zu introducen. Du hast ein ganz besonderes Talent. Deine Stimme, deine Stimmfarbe. Yeah. Köftespieß. Ist ein Köftespieß. Und viel reden. Einfach ein Köftespieß. Möchtest du ein bisschen revealen, ein bisschen für uns hier auf der Bühne irgendwas sagen, was machen? Yeah. Yeah. 5, 6, 7, 8. Yo, wir haben Spaß. Was krieg ich heute? Die Ananas. Krass, krass. Stark. Zu wild. Joyner Lucas, Will. Ich weiß nicht, ob der Remix ist mit Will Smith, aber es ist Will. I'm feeling like Will. I feel like I'm pressed. I'm feeling myself. I'm loaded with bills. Cause I was blessed with no Uncle Phil. Hörst du auch Promille-Pop? Weniger. Dicht und Doof haben dieses Genre geprägt und erfunden. Und ich denke mal, Henke, wenn ich so zu dir rüberluge, du wippst schon automatisch mit, wenn ich sage Promille-Pop. Du, ey, ganz ehrlich, bei Promille-Pop, da bin ich ganz vorne mit dabei. Dicht und Doof, sag dir was? Da stehe ich mit auf der Bühne quasi. Klar, du bist Backup, weil Backup, Dicht und Doof. Backup, wie sind die beiden so privat? Gehobene Arschlöcher, aber was willst du machen? So sind sie halt im Show ein bisschen. Das muss auch sein, ey, muss abgehärtet sein. Muss auch sein, oder? So muss man sein, ja. Muss man ein Arschloch sein? Ja, auf jeden Fall. Ich steh auf dem Gras im Audi, bums an der Bitch, die wo blau ist. Moneyboy. Wie wir's. Diamonds, Glitzern, Glitzern. Moneyboy, ist das so ein musikalisches Vorbild oder seid ihr eher auf einer Ebene? Ich würde schon sagen, ich bin auf jeden Fall auf einem höheren Level. Okay. Oh, wow. No front of Money Boy. Hast du Money Boy schon mal getroffen? Nee, leider noch nicht. Wie sieht dein Alltag aus, Lil Lightskin? Was machst du den ganzen Tag? Meistens schlafe ich aus. Mhm. Dann gehe ich, frühstücken mit anderen Influencern. Mhm. Was gibt's zum Frühstück immer? Egg Benedict und ein bisschen Smoothie? Nee, schon mal so Pancakes mit so einem Nutella-Spritzer. Dann kann ich mir selber so rauf machen und mit Erdbeeren und so. Sehr, sehr lecker. Henke, du schmilzt dahin. Ja, lecker, klingt lecker, Digga. Dieses Gericht auf meinem Körper nur für dich. Ich wäre dabei, machen wir direkt gleich. Machen wir gleich. Ja. Zerläuft schön. In alle Runzen, die schön. Ich habe. Schön aus den Achsellöffeln, Alter. Okay, es steht 2-2. 0. Weiter geht's. Du machst auf ignorant, laufe gerade an dir vorbei und du suchst Blickkontakt. Ich weiß noch damals, dass du nicht so ernst. Ey, das ist doch, ich habe das noch nicht einmal gehört, aber ich weiß wegen dem Trailer. Lilano OCBs muss sein, ne? Boah.
Ich habe ungelogen Sidney noch nicht einmal angehört komplett, ne? Ich habe nur den Trailer gesehen auf seinem Account. Aber Lelano ist ja quasi so einen ähnlichen Weg gegangen, wie du jetzt gehst, oder? Früher belächelt und jetzt bist du kredibil. Ja, ja, auf jeden Fall. Was sagst du zu Lelano und CBD? Rauchst du Weed und Joints? Na. Mach ich nicht. Natürlich nicht. Aber so, ich feier das auch jetzt nicht so krass, so dieses ganze Drogengame. Das ist jetzt nicht so. Nee? Nee, bin ich raus. Lieber voll laufen lassen, nee, mit Alkohol, mit Bier. Die Kunst ist meine Droge. Ich will nur applaudieren, ich hab Spiel an den Finger. Nice. California von Phantom Planet. Boah, ist ein Hit. Benni, Alter, bist du wach? Was ist los mit dir? Das ist alles. Wach auf, Benni. Läuft mir vorbei. Warst du schon mal in der Sauna? Ja, ja. Der Sieger darf mit mir saunieren. Boah, das will ich machen. Boah. 140 Grad. Wenn Leipzig gewinnt, dann mach ich Aufschluss. Und wirbel so, ich da so mit dem Handtuch rum. So. Okay, weiter geht's. 3-0-3. Mensch! Oh, das ist Gold Digger von Jamie Foxx und Kanye West. Mann! Die Banane fällt mir schnell meinen einfach da. Krasser Song. Hit. Du bist Streamer, du bist Star-Streamer auf Twitch. Naja. Du wirst oft gehostet von Commander Krieger. Ja, von Krieger. Alte Düsseldorfer Legende, oder? Natürlich. Der ist ein Fortuna. Ja, safe. Er geht ins Stadion. War das schon mal Tauchen mit Krieger? Noch nicht, aber ich habe Angebote bekommen von ihm. Ich habe das aus wie in den Spam-Ordner verschoben, aber du hast einen Matchball, Henke. Na sicher. Kannst du bitte jetzt nicht bei sein, weil ich würde mich gerne noch ein bisschen mit euch unterhalten. Aber und ich würde gerne mal einen Punkt machen. Aber Costa Quanta, dein Kollege. Wann gewinnt man denn? Bei 5 Punkten. Oh. Ist das Willenlos von den Bubats? Nein. Marius Müller, Westernhagen, Willenlos. Du bist leck mich! Nein! Der Beat klang so scheiße, ich dachte, das wären die Bubats, Alter! Ich weiß es nicht. Es klang so nach Willenlos, aber es klang auch so scheiße. So. Aber auch krass, dass du Willenlos mit den Bubats verbindest. Naja, die haben doch alles gemacht. Hast du den Corona-Song gehört? Corona, du musst gehen. Ja, die Frau wirklich. Oh, wen hast du denn hier mitgebracht? Oh Gott, ist das süß. Das ist ja unglaublich süß. Weiter geht's. War ja alles so. Komm, jetzt tippst du den Buzzer. Oh Gott. Jetzt geht's. Lena Meyer-Landrut, Nico Santos. Better. Guck mal, die alle für dich. Ich mache mal ein Einkaufszentrum Modelauf. Hier sehen Sie Westen für den kräftigen Mann. Weiter geht's, Freunde. Es ist weiter ein Matchball für dich, Henke. Lil Lightskin, du kannst doch aufholen. Du hast schon 3 Punkte gesammelt. Ich gewinne noch. Oha. Weiter geht's. Nein. Das ist Shaggy. Ja, muss jetzt kommen. Wasn't me. Das ist mehr die Pille, Junge! Hey! Danny! Pock an der Stelle! Pock! Schreib Pock in die Kommentare! Ey, das zählt nicht, Leute, nochmal. Ne Lightskin, wie war's für dich hier? Es war sehr, sehr wild und sehr kurz. Warum hat der Hund nasse Füße? Hier vorne wurde aufs Studio uriniert. Benni, was? Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auch mal hier ins Studio pinkeln, dann schreibt jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare. Eine tolle Begründung und an welche Stelle ihr im Studio hinpinkeln möchtet. Dann machen wir es möglich. Freunde, Henke, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Lightskin, für dich auch noch Applaus. Wir haben hier oben ein tolles Video von Valulis, wie Spotify aus der Schuldenfalle will. Und unten ist ein Video von Henke, wie er aus der Schuldenfalle will. Oder? Ja, das ist von mir. Irgendein Video von uns, Freunde, gebt einen Daumen nach oben. Auf weltweit Wiedersehen und haut's rein. Ja.